Man muss das nochmal sagen, diese Analyse ist 8 Jahre alt, stammt von 2006, aber die gilt 1:1 noch heute. Das ist mir meistens in meinem Leben passiert, ohne Eitelkeit. Aber in dem Fall von Europa muss man wirklich sagen, die Europäer müssen im Moment darauf bedacht sein, ihre Kräfte zu konzentrieren und nicht zu expandieren. Schon Rumänien und Bulgarien wahrscheinlich schon zu viel. Jetzt diese riesige Ukraine noch dazu, wäre völliger Unsinn. Und der amerikanische Staatssekretär gesagt hat, fuck the EU, hat im Grunde einem vernünftigen Reflex entsprochen. So bitter das für uns auch klingt. Die Russen sind ja in Sorge, dass das, was der Westen hier in der Ukraine macht, keine selbstlose Unterstützung einer Freiheitsbewegung ist, sondern in Wirklichkeit Teil einer Strategie der NATO, der USA, der EU, die Grenzen der NATO bis nach Georgien, bis in die Ukraine auszudehnen und am Ende Russland in die Knie zu zwingen. Ist da was dran an dieser Furcht der Russen? Da ist zweifellos was dran. Ich sage nicht, dass alle diese Meinung vertreten. Es gibt auch in Washington hochintelligente Leute. Aber im Moment sieht es wirklich so aus, als sei man darauf aus, die Russen zurückzudrängen. Man spielt kalter Krieg auf einmal. Man redet von Sanktionen, was für die Europäer völlig blödsinnig ist. Wir würden mehr unter den Sanktionen leiden als die Russen. Es ist also wirklich ein Spiel im Gange, was geradezu grotesk ist. Und diese ständige Putin-Bashing, auch ein Steiner-Bashing, gegen China schien man auch zu viel, gegen Iran, was hat uns Iran getan, schien man auch zum Felde. Die Europäer verschätzen sich völlig in ihre Rolle. Sie sind keine Weltmacht mehr und haben in der Welt nichts mehr zu sagen. Aber was bedeutet denn das dann konkret? Sollen wir einfach zuschauen, wenn Putin da mit seiner Armee in der Ukraine schaltet und waltet? Der schaltet ja nicht und waltet. Die Ukraine ist ja zum großen Teil russisch. Nicht? Dann soll man eben die Spaltung machen und eine Trennung machen und eine Föderation machen, was auch immer. Aber jedenfalls, man muss ja nicht die Russen der Ukraine zwingen, auf ihre Sprache zu verzichten, was man ja verlangt hat. Nicht? Und im Übrigen müssen wir ernst bedenken, die Gefahren für uns, die liegen ganz woanders, die liegen am Mittelmeer. Aber das Mittelmeer haben die Deutschen zwar für ihren Urlaub entdeckt, aber politisch ist das offenbar in den Vorstellungen Berlins und Brüssels völlig abwesend.